Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim Minecraft Lander Server. Ja, heutige Nachricht: Ich bin allein. Es ist ein Tag vergangen nach der Erstellung. Und ja, also, wenn ihr das seht, ist das schon ein halbes Monat wieder um. Es hat sich einiges geändert. Das Parlament ist nun vollständig, ja, will ich jetzt nicht sagen fertig, aber. Es hat schon so dass den ersten Überblick bekommen. Das mache ich erstmal zu, weil hier unten ist eh noch Baustelle. Das brauche ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Das ist noch am Bauen. Da wird noch was kommen. Hier haben wir jetzt erstmal noch die Sitze, so wirklich hier die Hauptsitze. Das wird aber alles noch beschriftet und noch ein bisschen verschönert. Hier unten werden dann die Abgeordneten sitzen noch. Dann haben wir sozusagen hier schon mal uns ein Plenarsaal, glaube ich, sagt man so dazu. Das lasse ich mal offen, weil hier müssen wir später noch weitermachen. Hier wird noch eingerichtet. Und ja, so sieht das jetzt erstmal von außen aus. Ich habe ja weiterhin aufgenommen, nur es ist einfach zu privat, was wir da geredet haben. Deswegen werde ich das jetzt nicht einfach so. Es war nicht geplant, das weiterhin hochzuladen. Also, ich kann dir mal erklären, ich fange mal weiter hier an. Hier wird übrigens als nächstes entstehen. Hier wird meine Präsidenten Villa irgendwie hinkommen. Mal schauen, wie wir da was hinzaubern werden. Und zwar, ich werde mal erklären, was wir hier machen. Ich habe das jetzt letztes Mal echt spontan einfach so gestartet. Ich habe gedacht, ja, kommen Streams oder sowas. Und dann ist mir doch im Sinn gekommen, kannst ja auf YouTube hochladen. Deswegen habe ich das jetzt nicht gleich erklären können, was hier passiert ist. Also, wir machen hier einen Länderserver. Und jeder kann sein Land wählen, was wirklich existiert. Und nach den politischen Vorgaben, also wenn ich Nordkorea nehme, dann habe ich auch so ein Land wie Nordkorea. Man muss das halt noch aufbauen. Und das machen wir hier. Wir bauen unser Land auf. Ich habe jetzt zum Beispiel USA genommen. Ich weiß noch gar nicht mal, wie ich die Flagge überhaupt bauen soll. Das wird echt spaßig. Auf jeden Fall, das wird jetzt erstmal hier das nächste Gebäude und wir haben halt unsere eigenen Regeln hier. Ich schmeiß das mal weg. Das kann ich eigentlich alles wegschmeißen. Ich habe jetzt so ein bisschen die Straße gebaut. Wir werden auch teilweise immer ein bisschen was selber so. Jeder wird so selber so seine Dinge halt bauen so. Also manchmal ist einfach die Aufnahme ist ja schon beendet und dann ein paar Tage später geht es dann wieder weiter. Wochen später oder gleich am nächsten Tag geht's weiter und dann ist schon wieder was anderes da. Je nachdem, wie viel Pause dazwischen war. Kann ja auch eine Woche gewesen sein und dann ist hier schon wieder das nächste Gebäude fertig. Weil wir auch offline auch ein bisschen spielen werden. Es wird nicht alles aufgenommen, aber weil ich jeden Tag hier durch aufnehme, wie ich hier Blöcke platziere, ist glaube ich nicht so interessant. Natürlich kann man auch Mods verwenden hier. Sowas zu bauen, also hier so eine Fläche zu machen, aber das ist mir einfach, ja, möchte ich irgendwie nicht. Ich finde das schon so irgendwie angenehmer. Und das haben wir halt schon auf der PlayStation auch gemacht. So ein Länderserver und das hat damals auch schon gut funktioniert. Und jetzt möchten wir halt das ein bisschen, ja, wie sagt man, einfach ein bisschen verbessern, halt mal auf dem PC probieren, wie das so ist. Das Bauen ist ein bisschen anders natürlich. Auf der PS4-Welt hatten wir natürlich viel, viel mehr, aber es wurde sich einfach gewünscht, dass wir das mal machen sollen. Deswegen machen wir das jetzt hier auch. Also diese Viecher gerade gehen mir so auf die Senkel. Ich muss es tun. Du bist das andere da. So. Ich bin gespannt, wirklich, wie das dann aussieht, alles. Es wird natürlich jetzt nicht so, keine Ahnung, irgendwelche gewissen Städte, also vielleicht schon irgendwann gewisse Städte auch gebaut, aber wir bauen einfach so. Vielleicht kennt man das ja so von der Modellbahn oder sowas, oder Modell, diese kleinen Modellgebäude und so weiter oder Städte, die einfach in Modellformen nachgebaut worden sind.
die halt hier auch sozusagen zu bauen. So, hier ist auf einmal das und gleich dahinter ist schon da die eine Stadt und so weiter. Und so machen wir das hier auf dem Länderserver auch. Natürlich kann jeder auch das so genau bauen. Hier Washington gehört hier da und dahin, das DC gehört da hinten hin. Aber das würde halt ziemlich lange dauern. Eigentlich war es ja so geplant. Eigentlich wollte ich ja nicht nur bauen. Wir haben auf der PlayStation nur gebaut, wirklich nur gebaut. Ich wollte eigentlich anfangs nur bauen, so wie es halt auf einem RP-Server halt ist. Und dann wollte ich eigentlich direkt so ein bisschen RP haben. So Politiker, weißt du, du oder Präsident bist du ja. Und du fliegst dann da halt hin und dann machst du da ein Meeting und da irgendwas passiert halt, ne? Irgendwas muss sich halt bewegen. Und das war eigentlich so der Plan. Naja, ist aber eher doch nicht so nichts draus geworden. Anfangs klatsche ich eher gesagt, muss ich sagen, die Sachen einfach so hin. Später kennt man sich ja schon besser aus, da mache ich dann halt schon viel schönere Sachen halt. Also probiere ich zumindest. Ich weiß aber nicht wirklich, ob das alles hier so einen Sinn hat von meinen Kreationen. Ich glaube, das reicht hier. Kommt so der Weg rein. Schauen wir mal, wie viele Folgen wir hier aufnehmen. Wir mal. Hier wird noch ein bisschen. Ja. Gut. Und jetzt müssten wir hier irgendwas hinbekommen. Nur die Frage, was? Ich würde erstmal hier die Hecke machen. Was nehmen wir denn da? Schwarz? Ja. Was ist mit den Tropen? Fast schon gar kein Unterschied. Nicht wirklich, ne? Dann nehmen wir das. Gut, das ist alles dasselbe, ja. Und hier so die Präsidenten Villa hin. Bin echt gespannt, was dann die anderen bauen. Ich bin jetzt noch nicht hingeflogen. Ist aber nicht viel vergangen. Bei Tobi ist auf jeden Fall nichts Neues dazugekommen, so wirklich. Tobi hat gar keine Zeit. Und Manu war auch da. Manu war wirklich drüben bei seiner. Habe ich ja gar nicht noch gezeigt, ne? Das ist letztens, wo wir privat gespielt haben, noch dazugekommen. Er ist in Norwegen. Alter, warum regnet es auf dieser Map so oft? Alle 2 Sekunden Regen. So, das muss ich erstmal aufbauen. Wir haben hier so einen kleinen Fleck jetzt einfach mal hingebaut. So, und hier war eigentlich ja noch ein Pult. Aha, das hat er. Aha, jetzt hat er hier oben was hingebaut. Alright. Alright. Na, da bin ich mal gespannt. Dann haben wir es mal gezeigt, dann schauen wir mal, wie das in ein paar Folgen mal aussieht. Bin mal gespannt. Finde ich einfach cool. Später werden die Baustellen so weit hinten im Land drin sein, dass wir einfach nur mal TPen müssen oder sogar so TP-Stationen bauen müssen. Ich nenne es immer gerne Bushaltestellen. Oder Checkpoints. Weil dann kann man einfach so hin und her. Alter, warum habe ich denn hier Werbung einfach wieder dabei? Weißt du, wenn, Alter, ich habe mittlerweile, ich kann ja nicht jedes Lied runterladen, weil mit YouTube diese Runterladefunktion ist einfach nur mal kacke gemacht. Habe ich ja eh schon 1000 Mal erklärt, wie scheiße das ist. Ich mach das jetzt erstmal so hoch.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das bedeutet, wir müssen hier hinten die eine Riege weg. Wobei ist eigentlich egal, ne, wie breit denn ich hier, weil das ist ja halt nur der Eingang. Ich werde ja noch mehrere Eingänge und Ausgänge bauen. Ich werde natürlich auch mehrere Präsidentenvillen haben. Ich kann nicht irgendwie an einem Fleck in der USA sein. Und wo der Hauptpunkt ist, das weiß ich selber auch nicht. Auf den unseren Länderserver auf der PlayStation war ich ganz am Anfang Slowenien. Kann ich das eigentlich? Sieht das Logo besser aus? Sieht minimal besser aus. Ja. Da war ich halt Slowenien. Und danach war ich dann noch Grönland. Ja. Und da habe ich sogar wirklich so ein Schnee- und Eisgebiet gehabt und da habe ich dann halt. Also es war nicht alles mit Schnee, denn es war überall Gras. Ich habe das alles durch Schnee ersetzt. Und war eigentlich ziemlich schön. Hat mir gefallen. Aber das Problem war bei der neuen Welt hier, dass wir wirklich nicht wussten, wo sollten wir starten. Wir haben jetzt erstmal am Anfang weit gesucht. Wir sind echt weit weg vom Spawn. Weil, Alter. Irgendwie sind hier alle Viecher im Weg. Wo war ich? Ich hatte da dieses Schnee- und Eisgebiet und habe das halt alles ersetzt. Aber damit bin ich halt nie fertig geworden. Aber ich habe mir auch extra Grönland ausgesucht, weil erstens, es war so ein klein, so riesengroßes Land. Und ist auch sehr interessant, weil es ist halt so abgelegen alles. Und das fand ich einfach geil, weil so große Länder wie zum Beispiel USA oder sowas, das sind so Standardländer. Und das habe ich jetzt halt mal, jetzt habe ich mal sowas probiert. Weil ich mal schauen möchte, wie das so wirkt. Noch nicht so viel eigentlich. Weil ich habe nicht mal... Junge, wieso ist ja auch eine Werbung, Alter. Weißt du, da will man einmal so, da möchte man einmal so... Das ist sicher auch eine Werbung, ne? Warten wir es einfach mal ab. Okay. Junge, ich muss ja echt bald alle Viecher ausrotten aus meiner... Einfach zugelaufen, ich kann nichts dafür. Guck mal, mein Grenzgebiet. Es regnet einfach schon wieder. Es ist so unglaublich. So. Schauen wir mal, wo wir hier anfangen. Ich wollte hier die Treppen setzen. Frage ist, welche. Ich kann mich mit den neuen Blöcken überhaupt nicht anfreunden. Das muss ich ehrlich gestehen. Ich kann mich mit diesen neuen Blöcken wirklich nicht anfreunden. Das ist nicht mein wirklich Hauptbestandteil von diesen neuen Dingern. Ich mag das. Diese neuen Sachen, das ist einfach nicht meins. Ich mache jetzt hier mal so. Ich weiß nicht, ob das noch so etwas aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht, aus was ich die Wände machen soll, aus Sandstein. Kommt mir dann eher so vor wie so eine ägyptische Bude.
wäre ich so ein Ägypter. Hier. Dann machen wir da. Machen wir hier. Wobei, ich glaube, es wäre noch schlauer, eins breiter zu machen. Weil ich möchte da draußen auf ein paar Stühle platzieren. Dann wäre da ein bisschen mehr Platz, dann machen wir so. Ja. So, und jetzt nehmen wir mal einen Zaun. Oder das wäre auch eine Alternative. Was machen wir da unten rein, ist jetzt die Frage, ne? Da müsste ich nur überlegen. Es war klar, dass wieder eine Werbung. Alter, ich mach gleich die Musik einfach komplett aus, Alter. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, irgendwie eine Stunde irgendwie. Ich mach das jetzt auf einmal hier. Nervt einfach, jetzt suche ich schon seit 16 Minuten einfach eine Musik, wo keine Werbung drin ist. Und die Musik muss ja auch ein bisschen runterstellen, weil einige Lieder sind ein bisschen lauter, einige sind leiser. So. Hier mache ich erstmal eine Wall hin. Und ich spiele auch extra mit einem Standard-Texture-Pack, damit ich auch die neuen Blöcke erkenne. Das reiße ich hier so weg. Das könnte schon mal so ein bisschen passen. Was machen wir hier? Ja, das könnte vielleicht hinkommen. Das ist nur die Frage, was wir auch mal hier. Ja, schauen wir mal. Alter. Mach gleich echt alles aus. So. Oder hier könnte ich ja nicht ja noch so machen, ja. Und hier könnte ich auch noch sowas machen. So eine Säule, ja. Und hier kommt dann halt ein Fenster noch rein und hier auch. Aber das mache ich erst später. Was ist natürlich ein US-Präsident ohne ein Oval Office? Das brauche ich natürlich dann auch in jedem. So. Und hier vorne habe ich so gedacht, irgendwie so ein paar Bäume. Sag jetzt, was nimmt man denn hier jetzt für Bäume?
Boah. Junge, haut mich da gleich runter. So, könnte jetzt ein bisschen passen. So ein paar Bäume zu haben, ist eh nicht schlecht. Natürlich ein bisschen hier bewachsenes Gras. So.